Düngen ist äußerst wichtig, dabei bleibe ich und damit herzlich willkommen zurück zum LS19 auf der Klantalkarte. Ich musste kurz bremsen. So, auf der Klantalkarte. Langsam reden. Aus. Langsam. So. Das haben wir ebenfalls. Geil. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt lass mich mal kurz hier irgendwo runter. Und jetzt fahren wir noch mal kurz zum Zehnerfeld. Denn eventuell können wir können wir das... Oh, war noch Grasbeeten, oder? Gut. Eventuell können wir das noch schon mal düngen. Genau. Das ist nämlich jetzt einmal geflügt. Komplett. Und dann würde ich doch fast schon sagen, lass uns doch das jetzt einmal düngen. Und das kann der Helfer dann gleich machen. BZW, ich würde es ja jetzt nochmal probieren. Warte mal. So. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es jetzt mal live mit Curseplay bezüglich. Also was heißt live, ne? Hier so. Ne? Also, düngen und sehen habe ich an. So, Fruchtumfahrung. Bahnversatz, Feld 10. Hier, genau. Feldrandkurs, Feld 10. Arbeitsbreite, 24. Ja. Glaube ich, sind es 24. Startposition, aktuelle Fahrzeugposition. Startrichtung automatisch. Am Startpunkt enden, muss nicht. Vorgewende, brauchen wir jetzt nicht. Feldinsel umfahren, zack. Generiere den Kurs. So. Also, er würde da starten. Das Ganze können wir auch noch natürlich noch viel idealer machen. Ich habe halt Angst wegen dem Graben. Ganz ehrlich, ich habe echt Angst wegen dem Graben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Teil jetzt da arbeiten wird. Holy shit, Mann. So, stopp. Den Kurs hat er auf jeden Fall. Ist eigentlich ein simpler Kurs, ne? Zack, 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 fertig. Mal gucken. Wir machen das jetzt einfach mal. Feld 10. F10. Ja. Ich war gemutet. Ein wunderschön. Das ist geil. Eigentlich nicht geil. Ja, geil. Super. Ich war mal wieder gemutet. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gemutet war. Ah, es ist so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich. Ich muss diese Mute-Taste umbelegen. Ich mache das jetzt, sonst vergesse ich es wieder. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Warum habe ich die überhaupt da drauf gelegt? Ich habe keine Ahnung. Stummtaste. So. Stummtaste. Wo setze ich mir die Stummtaste hin? Da. Ach so. Ja, geil. Okay, warte mal. Ich lösche die mal.
Das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, wo, was ich da am besten nehme, was nicht auch im Spiel vorkommt. Da pausiere ich das Spiel. Was ist das? Das ist nichts im Spiel. Dann nehme ich die Taste. Mein Gott, das ist ärgerlich. Und zwar sowas von ärgerlich. Moment. Wunderbar. Jetzt habe ich die Taste mal umbelegt. Alter. Also ich nehme jetzt gerade noch auf. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gemutet war. Ich werde das wahrscheinlich dann als kleinen Zeitraffer mit reinhauen. Anders da müsste ich die Aufnahme wieder teilweise wegschmeißen oder so. Das möchte ich jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach ein bisschen länger diese Folge. Wir machen da jetzt einfach ein paar Minuten länger. Um das Ganze wenigstens ein bisschen gut hinzukriegen. Also, wir haben definitiv 4 Achterhaufen. Strohballen. Und haben dann nochmal 2 einzelne. Wenn ich das so richtig sehe, ne? Ja, 2 einzelne würde ich sagen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Ausbeute, muss ich sagen. Ich muss hier unbedingt umräumen und alles wieder wegstellen und... Ah! Hast du nicht gesehen. Alles halt. Zurück. So, stopp. Die wackeln. Habe ich einen berührt? Nee, eigentlich ja nicht. Habe ich sie berührt? Herr Ballen? Herr Ballenstapel? Oder Frau Ballenstapel? Stapel. So, ein Stückchen vor. Zack, abgeladen. Zack, jetzt muss ich umgehen. Es reicht aber auch gerade so, ne? Da mach hoch das Ding. Komm. Dass wir weiterkommen. Ich muss jetzt echt nochmal zurücksetzen. Weg hier. So, wir holen uns dann noch die 2 Ballen, damit wir einfach den Flügen. Was? LOL. Ich hing gerade fest und dann hing ich doch nicht mehr fest. Alles klar. It's okay. It's okay. No problem. So, die Ballen weg. Genau. Dass wir dann das fliegende Ungetüm noch aktivieren können. Wobei wir damit wahrscheinlich erstmal noch warten. Weil ich werde mir dann gleich erstmal ein Safe Game ziehen. Also erstmal ein Safe Game machen, richtiges nochmal. Also Backup halt. Und dann würde ich nämlich gerne hier, das ist die Kante, die ich gemeint habe. Das sieht halt richtig mistig aus. Das würde ich gerne rausnehmen. Mal gucken, ob ich das mit diesem Landschafts... Dingsbums hier mit dem Tool hier Landschaftsbautool, ob ich das damit gut hinbekomme. Deswegen Backup. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr sowas macht oder wenn ihr auch irgendwie, wenn ihr platzierbare Gebäude setzen wollt und ihr wisst nicht, wie passt das jetzt, macht euch ein Backup, nutzt das Backup oder macht euch einfach ein Backup eures Safe Games. Das ist einfach nur so ein Tipp jetzt und testet es, wenn es geht, könnt ihr es ja trotzdem lassen. Wenn es nicht geht, könnt ihr nämlich einfach Backup drauf. Ist ein bisschen Friemelarbeit, weil man dann halt erstmal wieder raus muss, dann das Safe Game löschen muss, das Gebackte sozusagen und dann das Backup nehmen muss. Aber es lohnt sich. Definitiv. So, und den stelle ich jetzt mal ganz kurz bam, hier hin. Der Kollege, der steht jetzt noch hier, den können wir jetzt mal, den schnappen wir uns jetzt mal und bringen den noch in dieser Folge zurück auf den Hof. Also Gras mähen können wir definitiv auch. Können wir auch düngen hier? Nee, ne?
Noch nicht. Schade. Also Gras mähen können wir definitiv auch wieder. Das Ganze werde ich aber vielleicht mit Curse Spray machen. Hier auf dem Feld auf jeden Fall. Oder auf dem anderen Feld. Hier kann man das auch schnell selber machen, notfalls. Wäre natürlich auch geil, so ein MB. Ach Quatsch, ein MB. Ein Big M zu mieten und dann einmal alle Grasfelder, zack, fertig. Das wäre auch geil. Wäre schon eine geile Sache, muss ich sagen. So, da ist jetzt Dünger drin. Problem ist, wir brauchen gerade keinen Dünger, wir brauchen Kalk. Problem also in diesem Sinne, dass wir erst einmal das ausladen müssen. Jetzt wir das rausschmeißen müssen. So, das können wir halt so machen. Da ist immer noch nichts drin. Stimmt, ich habe ja nichts gekauft, habe nur die Paletten hier gekauft, ne? Genau. Okay, dann machen wir das noch voll, beziehungsweise machen die noch da rein. Und dann, meine Freunde, hier Standbild. Zack. Bild. Okay, das reicht eh nicht. Aha, null. Ja, das war es jetzt erstmal von der Folge. Und unsere Arbeit ist noch nicht getan. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und zwar hier das Feld. Ich will das mit dem Landschaftsdingsbumsens testen mal. Achso, da vorne wollte ich. Wir gehen mal ganz kurz zu unserem Weizenfeld da vorne. Am Weizenfeld. Das sieht noch gut aus. Ich meine, die Zeit läuft auf 1. Da ist jetzt noch nichts irgendwie unkrautmäßig da. Wäre vermutlich anders da. Wenn er sie auf 5 laufen würde. So, das ist auch noch unser Grasfeld. Also da können wir definitiv schon mähen. Da wird sogar schon fast Zeit werden, würde ich sagen. Das heißt also, da könnte man... Also hier bietet sich es eigentlich an, wirklich mit einem Kurs zu arbeiten. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Das hier ist auch schon fertig. Gehört auch uns, ist gedüngt. Ist noch nichts drauf, muss noch Sachen, müssen noch Sachen drauf. Mal gucken, was wir da draufhauen. Was ist das da vorne für ein Feld eigentlich? Ah, das ist so eins. Okay. Jetzt wieder sowas, ne? Ich weiß nicht, warum man das macht. Also, da ist jetzt keine Kollision drin, aber ich lege doch kein Feld so an, dass es mitten im Baum steckt. Also, vielleicht war es nicht beabsichtigt. Ist natürlich möglich, aber das ist halt nicht geil. Tut mir leid. Das ist nicht geil. Naja gut, egal. Tut es erstmal nichts zur Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ein bisschen. Und ja, die Folge wird wahrscheinlich dann mit einem kleinen Zeitraffer sein, außer ich habe nicht zu viel geschwiegen, wo ich mich aus Versehen gemutet habe. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Chaos.